Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine DM-Haul-Review für euch, also einen Haul. Ich habe mir einige Dinge gekauft. Es gibt die Review dazu, weil ich einige Produkte schon getestet habe. Und ich zeige euch heute in diesem Video einige Neuheiten, die es jetzt bei DM zu kaufen gibt. Ich hoffe, ihr freut euch. Vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch dabei. Und ich habe in diesem Video auch noch eine richtig, richtig tolle Überraschung für euch. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Ich schreibe das ja nie in die Überschrift, das wisst ihr. Also seid gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall. Ich möchte mich auch noch ganz kurz für meine Stimme entschuldigen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, bei dem Wetter krank zu werden. Ich bin tatsächlich nur einmal im Jahr krank. Und das dann auch noch, wenn so schön die Sonne scheint. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Im Winter bin ich mit nassen Haaren rausgegangen oder ohne Socken, zum Teil mal schnell ans Auto gerannt. Da ist nichts passiert und jetzt bin ich halt krank bei Sonnenschein. Aber gut, ich hoffe, es ist soweit in Ordnung für euch. Ich wollte euch jetzt unbedingt dieses Video abdrehen, weil die Neuigkeiten wirklich ganz, ganz toll sind. Aber ich habe auch einige Flops dabei. Ich möchte es gleich mal dazu sagen. Also es ist nicht alles so toll, wie ich finde. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, denn wir haben nicht alle die gleiche Haut bzw. das gleiche Empfinden. Okay, das war ein langes Intro. Ich würde sagen, wir starten durch in dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Ich habe mir jetzt alle Produkte mal hingelegt. Ich habe ganz viel dekorative Kosmetik. Ich habe aber auch viel Pflege heute mit dabei und zwei ganz neue Produkte. Bei DM habe ich das geholt und zwar sind es zwei Masken. Einmal von Garnier und einmal von Balea. Die After Sun Tuchmaske von Garnier. Dafür habe ich 1,95 € bezahlt. Und das wäre ganz schön gewesen, wenn ich die jetzt schon am Wochenende gehabt hätte. Denn das Wetter war ja so, so schön und wir waren sehr viel draußen. Und da tut es mit Sicherheit gut, wenn man sich dann so eine Maske aufträgt. Ich bin sehr gespannt. Dann diese hier von Balea Beauty Therapy Folientuchmaske. Dafür habe ich 2,45 € bezahlt, was eine ganze Stange Geld ist für eine Maske, die man eigentlich nur einmal aufträgt und dann wegwirft. Aber auch bei dieser hier werde ich euch auf dem Laufenden halten. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß ja, wie sehr ich es liebe, Masken aufzutragen. Ja, morgens, wenn ich meinen Haushalt schmeiße, dann trage ich mir das auf und der Postbote, der kennt schon dieses Bild, der wird sich schon dran gewöhnt haben. Naja, jedenfalls liebe ich auch diese Maske hier von L'Oreal. Die ist auch ganz, ganz neu und zwar ist es die Glow Mask Tonerde Absolue, nennt die sich. Die kosten jeweils 10 Euro. Ich habe jetzt hier zwei Stück. Diese hier, die blaue, die habe ich allerdings noch gar nicht verwendet. Die habe ich noch zugelassen, weil ich erstmal diese hier verwenden wollte. Und zwar die blaue hier, die ist dafür gedacht, hier steht reduziert Mitesser, verkleinert Poren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe sie jetzt noch zugelassen. Und diese hier liebe ich aber abgöttisch und trage die so, so gern auf. Sieht man auch. Also es ist zwar noch einiges enthalten, die sind auch, finde ich, sehr ergiebig. Allein dieses Tiegelchen hier, das ist so, so edel, das ist aus Glas. Und ihr könnt schon sehen, ich habe einiges schon verwendet. Und zwar ist es so, dass ich mir die auftrage, dann lasse ich das einwirken. Wie gesagt, ich mache dann meinen Haushalt und wenn ich dann duschen gehe, dann schäume ich das Ganze nochmal so ein bisschen mit Wasser auf und verteile das so ganz, ganz leicht. Denn da sind ganz kleine Peelingkörner enthalten und wenn ihr euch das abwascht, wirklich, also ist der absolute Wahnsinn. Also ihr habt dann wirklich einen richtig schönen Glow. Die Haut strahlt total und ich liebe diese Maske. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Hier steht auch, für ein klares, strahlendes Hautbild. Genau, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr auch so sehr auf Masken steht wie ich. Dann haben wir was ganz, ganz Neues von L'Oreal und zwar ist es eine innovative Anti-Age-Methode gegen Falten. Da war ich natürlich sofort mit dabei. Und zwar nennt sich das Ganze Revitalift Laser X3 Anti-Age Glycol Peel Pads. 16,99 Euro kostet das, aber ihr findet es auch manchmal im Angebot bei Rossmann, habe ich es auch schon gesehen, für 12,99 Euro. Und zwar ist es ja so, dass die Zellerneuerung sich von Jahr zu Jahr verlangsamt, wodurch sich dann die abgestorbenen Hautzellen auch ansammeln und somit eine Barriere für die Anti-Age-Wirkstoffe sind.
Und die Pads hier, die sind mit Glykolsäure angereichert. 9,6% haben wir. Und somit werden die alten Hautschüppchen quasi abgetragen. Und die Anti-Age-Wirkung, die hat die Möglichkeit, also unsere Produkte, die haben dann die Möglichkeit, schön einzuwirken und uns dann eben einen schönen Glow zu verleihen, einen schönen Tag, eine schöne Frische und eben auch die Falten zu minimieren. Und der Zellstoffwechsel, der wird angeregt und die Kollagenbildung auch. Und alles wirkt viel straffer, viel klarer und reiner. Es sind 30 Pads enthalten und ich habe das wie eine Art Kur angewendet. Dazu habe ich euch auch mitgenommen. Wir haben die Kur gemeinsam gestartet und euch hat es sehr interessiert, wie das Ganze denn ausgeht. Die sind jetzt leer und ich habe das tatsächlich so gemacht, dass erst mein Gesicht gereinigt. Und dann bin ich mit so einem Pad entlang gegangen. Also ich habe natürlich die Augen- und Mundpartie ausgespart, bin aber speziell hier nochmal ran und hier bei meiner Nasolabialfalte, also Falten, diese zwei hier. Die sind nämlich extrem ausgeprägt bei mir. Ich habe sehr viel Mimik in meinem Gesicht und ich lache halt viel. Ja, habe das Ganze dann erstmal kurz ziehen lassen, also einwirken lassen. Und dann habe ich meine reichhaltige Nachtpflege angewendet, manchmal auch ein Serum. Und erst habe ich so gedacht, naja, die können ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber ich muss sagen, nach 30 Tagen sieht man bei mir wirklich ein richtig krasses Ergebnis. Also die versprechen auch, dass man nach einem Tag schon was sieht. Das war jetzt bei mir nicht so. Aber nach 30 Tagen kann ich wirklich sagen, dass ich hier die Falten, also die Fältchen, minimiert haben. Und hier tatsächlich auch. Ich habe auch hier an der Stirn, wie ich finde, starke Falten. Aber die sind jetzt nicht so richtig krass zurückgegangen. Das muss ich auch ehrlich sagen, auch Pigmentflecken versprechen sie, dass sie minimiert werden. Ich habe seit letztem Jahr tatsächlich Pigmentflecken, total komisch im Gesicht. Seit diesem Jahr auch hier an der Nase, zwei kleine Pigmentflecken, die sind damit nicht weggegangen. Da möchte ich auch ehrlich mit euch sein. Ganz wichtig ist, dass ihr das Titelchen immer schön zumacht. Ich war auch sehr verwundert, dass die Pads am Ende, also die letzten 10 ungefähr, noch echt gut getränkt waren. Mit der Glykolsäure quasi, mit dem Mittel. Also da war ich sehr verwundert, das hat echt gut geklappt. Bei mir war es die ersten 2-3 Tage tatsächlich so, dass es so ein bisschen gebitzelt hat auf der Haut. Da habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich ist es die Fruchtsäure, also es hat so ein bisschen gebrannt, aber das war überhaupt nicht schlimm. Das hat sich dann auch gelegt, da war dann gar nichts mehr, sonst hätte ich den Test natürlich abgebrochen. Also wenn es völlig unangenehm gewesen wäre, hätte ich das Ganze beendet. Aber das ging dann auch, meine Haut musste sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. Es ist übrigens auch super wichtig, dass ihr einen Lichtschutzfaktor danach auftragt, also am Morgen, wenn ihr eure normale Tagescreme aufgetragen habt und dann rausgeht, dass ihr auf jeden Fall dran denkt, euch noch vor der Sonne zu schützen, weil wie gesagt, die alten Hautschüppchen, die werden ja abgenommen und die Haut wird dadurch etwas transparenter, also wenn man das so sagen kann, so krass jetzt, ne? Also damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Und es ist natürlich total wichtig, dass wir dann eben für den Tag auch unser Gesicht vor der Sonne noch schützen, wenn wir dieses Produkt anwenden. Jo, und somit ist jetzt mein Test beendet. Wie gesagt, ich bin super zufrieden, würde mir das tatsächlich auch wieder nachkaufen. Bin sehr, sehr glücklich, dass ich das testen durfte. Mir wurde das ja zugeschickt und ja, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Falls ihr auch noch sowas sucht, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich finde das richtig krass, dass es das jetzt auf jeden Fall in der Drogerie zu kaufen gibt. Normalerweise muss man ja immer zur Kosmetikerin, gerade wenn es so um Fruchtsäurebehandlungen und so weiter geht. Das ist ja auch immer super teuer. Ich habe auch gedacht, Mensch, für knapp 17 Euro, ne? Was soll das schon groß bewirken? Aber ich bin tatsächlich wahnsinnig zufrieden. Jetzt nicht nach einem Tag. Wie gesagt, da war ich jetzt ehrlich mit euch. Aber ich sehe für mich definitiv ein Ergebnis und bin sehr, sehr zufrieden. Dann habe ich mir heute Morgen noch ein neues Produkt mitgenommen von Sally Hansen und zwar Airbrush Legs. So sieht es aus. Und die waren gerade dabei, das aufzufüllen. Das hat mich tatsächlich angesprochen. Ich bin ehrlich mit euch, obwohl ich noch nie Selbstbräuner verwendet habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht schnell braun werde oder braun wäre. Ich bin Italienerin, aber die Sonne lässt ja doch meist auf sich warten hier in Deutschland. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn du einen Termin hast und einen Rock tragen willst, hast du schön gebräunte Beine, eben passend zur Jahreszeit. Also gut, habe ich mir gedacht, auch passend für das Video, nimmst du es mal mit.
14,95 Euro habe ich dafür bezahlt. Es gibt drei Nuancen, Light Glow, Medium und Dark. Und ich habe tatsächlich überlegt, mir zwei mitzunehmen. Aber dann dachte ich, Mensch, 15 Euro ist schon eine Stange Geld. Testest du erstmal das eine. Ich habe das dann so an mein Bein gehalten, die verschiedenen Farben. Und habe einfach geschaut, welche denn am besten zu mir passt. Und ich habe den Test tatsächlich heute extra auch für dieses Video durchgeführt. Ich hatte eine kurze Hose an, bin raus auf die Terrasse und habe mir das aufgesprüht. Man soll das eigentlich in die Handinnenfläche auftragen, also aufsprühen und dann verteilen. Aber ich habe schon so viele Selbstbräunerunfälle gesehen bei meinen Freundinnen. Ja, das sieht ja total unschön dann aus und dauert auch eine Weile, bis das wieder weg ist. Und da dachte ich, nee, sprühst es auf. 15 bis 20 cm Abstand habe ich gehalten und habe es mir einfach aufgetragen. Hier steht drauf, dass man 60 Sekunden warten soll. Und ich bin ehrlich mit euch, ich habe das tatsächlich 3 Stunden einfach mal so getragen. Wie gesagt, ich hatte ja die kurze Hose an. Ich habe mir jetzt eine lange Hose angezogen fürs Video. Eine Stoffhose und sie ist schmutzig. Es hat abgefärbt und es ist total fleckig auf meinen Beinen. Also für mich ist es nichts. Ich bin froh, dass ich jetzt tatsächlich nur eine gekauft habe. Und ich würde sagen, ich warte dann doch tatsächlich mal, bis die Sonne wirklich rauskommt und sonne mich dann draußen. So, dann machen wir jetzt weiter mit 2 Produkten für die Dusche. Und zwar für mich ganz, ganz neu, hatte ich noch überhaupt nicht entdeckt. Von Balea, und zwar habe ich einmal diese Dusch-Body-Lotion-Aktivkohle. Ich fand das irgendwie super interessant, habe dann gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich ist das nicht schwarz, wenn es rauskommt. Also es ist grau, sagen wir es mal so. Ich habe es noch nicht verwendet, werde ich euch berichten. Und dann fand ich auch super interessant dieses hier von Balea, diese Cremedusche Sensitiv. Und zwar sieht es so aus, ich dachte, das wäre vielleicht mit Aloe Vera. Ich konnte das jetzt aber nirgends entdecken. Ich habe jetzt schon mal geschaut. Aber ja, mich hat es irgendwie angesprochen, rein von der Verpackung. Ja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wir Frauen, Verpackungsopfer so ein bisschen. Ansonsten habe ich nachgekauft dieses hier, Schaum-Handseife. Und zwar Jasminduft, habe ich euch auch schon so oft gezeigt. Das steht bei uns im Gästebad. Ich liebe das so sehr. Also man geht da so leicht drauf, ist so ein Pumpspender, da kommt dann ja so eine Art Mousse eben raus und es duftet so gut. Meine Gäste lieben es, meine Kinder lieben es und deshalb wird es immer wieder nachgekauft. Dann machen wir jetzt noch ganz geschwind weiter mit dekorativer Kosmetik. Und zwar wurde mir da auch noch was zugeschickt von L'Oreal, und zwar ein Primer für die Wimpern. Paradise Ecstatic Primer für die Paradise Ecstatic Mascara. Dass ich die Mascara abgöttisch liebe, habe ich euch auch schon 100.000 Mal erzählt. Und ich dachte mir, okay, probierst den Primer mal aus. Ich habe den mehrere Tage tatsächlich aufgetragen, auch heute. Und ich kann definitiv keinen Unterschied erkennen. Ja, ich finde die Mascara allein schon richtig mega krass. Also diese Paradise Ecstatic Mascara, die macht so ein krasses und schönes Ergebnis. Da ist ja auch Rizinusöl enthalten. Rizinusöl ist ja bekannt dafür, dass es eben sehr pflegend auch ist für die Wimpern, dass sie die Wimpern wachsen lassen und so weiter. Also ich brauche den Primer nicht. Ich freue mich natürlich, dass ich ihn testen durfte, aber wie gesagt, ich habe da jetzt nicht ein richtig krasses Ergebnis feststellen können, dass ich sage, wow, den braucht man. Ich habe ja auch diese Mascara hier, diese False Lash Superstar X Fiber Mascara, diese 2 Phasen. Erst trage ich mir immer das erste auf, also das ist auch so weiß. Das ist eben auch wie so eine Base und dann dieses hier. Und die finde ich halt richtig krass. Da habt ihr aber wirklich gleich schon 2 in 1. Und das ist natürlich auch günstiger. Aber es muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Dann habe ich noch ein paar neue Beauty-Produkte, also das heißt dekorative Kosmetik von L'Oreal. Die ist jetzt auch ganz, ganz neu. Und zwar ein Bronzer. In den habe ich mich total verliebt. Und zwar ist es ein matter Bronzer. Endlich mal einer aus der Drogerie, der mir gefällt. Man kann damit auch konturieren. Also ich finde den wirklich wunderbar. Der Duft ist auch richtig gut. Ihr habt dann hier auch nochmal separat so ein kleines Pinselchen. Die verwende ich aber nie. Ich verwende immer meine Pinsel. Den finde ich wirklich richtig klasse. Womit ich gar nicht klarkomme, ist dieser Blush hier. Und zwar ist es einfach nicht meine Farbe. Das ist ein Peach-Ton. Der steht mir einfach nicht. Ich stehe nicht auf solche Farben. Den wird meine Schwester bekommen, weil ich natürlich getestet habe für euch. Aber wie gesagt, der ist jetzt so gar nichts für mich. Wenn ihr auf solche Töne steht, dann schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Und was ihr euch unbedingt anschauen müsst, ist
was richtig krasses, und zwar die neue Highlighter-Paletten, eben auch von L'Oréal. Wir haben zwei verschiedene Nuancen, und zwar eine etwas kühlere und eine etwas wärmere Palette. Ich stehe mehr auf die wärmere, und zwar hat mir dieser Ton hier extrem angetan. Der ist richtig krass, den trage ich heute auch, und ich finde diese Palette so, so schön, auch als Lidschatten. Wenn ihr zum Beispiel in den Urlaub fahrt und nicht so viel mitschleppen wollt, dann habt ihr eine Palette, könnt highlighten, könnt euch den Lidschatten auftragen und ihr seid fertig. Diese Palette hier ist natürlich auch wunderschön, aber wie gesagt, es sind halt eher kühlere Töne und ich stehe eher auf die richtig schönen warmen Töne. Es gibt auch die ganze Version noch in flüssig. Und zwar gibt es einen ganz neuen Glow Moon Amour, nennt er sich. Und zwar sind das so Highlighter Drops. Die könnt ihr euch mit in die Foundation machen oder eben punktuell, sage ich jetzt mal so, auf die höchsten Stellen oder wo ihr halt highlighten wollt. Ich trage mir es halt immer hier auf. Allerdings müsst ihr damit echt vorsichtig sein. Also tragt euch nur ein ganz, ganz bisschen auf, weil ihr sonst overglow seid, würde ich jetzt mal sagen. Aber wem es gefällt, natürlich. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Das Ganze gibt es auch noch in so einem, ja, etwas rosa Unterton. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, aber ich stehe halt mehr auf so Goldfarben. Wollte ich euch auch noch zeigen. Dann habe ich noch was getestet, und zwar mehrfach, eine ganze Woche. Und das ist für mich auch wieder ein Flop-Produkt. Es sind, also es ist eine BB-Cream, die gibt es in drei verschiedenen Nuancen. So sieht das Ganze aus. Und ich habe mir das mit der Hand aufgetragen. Ich habe meinen Beauty-Blender verwendet. Ich habe meinen Pinsel verwendet. Und es rutscht mir einfach hin und her. Es lässt sich nicht in meine Haut einarbeiten. Es hat nur eine ganz, ganz leichte Deckkraft. Ich muss sagen, ich habe auch keine Pickel. Ich habe jetzt keine Mitesser oder so. Ich habe schon, wie ich finde, eine schöne Haut. Aber ich möchte halt so, ja, ein gewisses Finish. Und das bietet mir diese BB-Cream gar nicht. Und wie gesagt, ich schaffe es auch gar nicht, die einzuarbeiten. Also für mich ist die nix. Die zwei Nuancen, die ich nicht verwendet habe, die gehen jetzt auch gleich noch an euch. Zeige ich euch auch gleich, was ihr gewinnen könnt. Zu guter Letzt zeige ich euch noch, was mich erreicht hat. Ich habe es euch schon in einem Blog erzählt, beziehungsweise gezeigt. Und zwar sind es ganz, ganz neue Lippenstifte. Allerdings sind es matte Lippenstifte. Da muss man natürlich auch drauf stehen. Ich finde, es sind richtig krasse, geniale Farben dabei. Also vielleicht gefällt euch da auch irgendwas. Könnt ihr auch mal bei DM vorbeischauen. Swatcht die mal, falls euch das Finish gefällt. Die Lippenstifte von L'Oréal sind sowieso alle richtig genial. Dann schaut euch das sehr, sehr gerne mal an. Davon werden jetzt auch einige noch ins Gewinnerpaketchen wandern. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal drüber. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Falls nicht, zeige ich es euch einfach im nächsten Video. Jetzt kommen wir aber, wie versprochen, noch zur Verlosung. Und zwar zeige ich euch jetzt das Gewinnerpaket. Es ist alles ganz neu. Wie gesagt, es sind wahrscheinlich die Farben, die mir eben nicht stehen, die nicht zu mir passen. Und ich euch damit eine kleine Freude machen möchte. Schaut dazu gerne mal unten in die Infobox. Da stehen alle Teilnahmebedingungen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mitmacht. Es geht an die treuen Abonnenten meines Kanals. Also falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das hiermit sehr, sehr gerne kostenlos tun. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und nochmal sorry wegen meiner Stimme. Wollte ich auch noch dazu sagen. Habe ich ganz vergessen. Also, macht's gut. Ich mache mir jetzt einen Tee. Ciao!